starten wir in einer konkreten Situation mit dieser Frage. Wann wird dein Vater doppelt so alt sein wie du? Nehmen wir ein konkreteres Beispiel. Nehmen wir an, Papa ist heute 42 Jahre alt und du bist heute 15 Jahre alt. Und dann, was wir suchen, ist eigentlich eine Anzahl Jahre, die noch abzuwarten ist. Das nennen wir x. Sei x die Anzahl Jahre, die abzuwarten sind. Wir müssen hier darauf achten, dass x eine Zahl darstellt. Man darf zum Beispiel nicht sagen, sei x der Papa. Papa ist keine Zahl. X muss eine Zahl sein. Okay, sei x die Anzahl Jahre, die abzuwarten sind. Und jetzt schauen wir mal mit Beispielen. In 5 Jahren ist der Papa 42 plus 5 Jahre alt. Er wird dann 47 sein. In 12 Jahren ist der Papa 42 plus 12 Jahre alt. Und in x Jahren wird der Papa also 42 plus x Jahre alt sein. Genau dasselbe gilt dann für dich. In 5 Jahren bist du 15 plus 5 Jahre alt, weil du ja heute 15 bist. In 12 Jahren bist du 15 plus 12 Jahre alt. Und in x Jahren, dieselbe Zahl wie da, unsere unbekannte Zahl, in x Jahren bist du 15 plus x Jahre alt. Und anhand dieser zwei Ausdrücke hier, 42 plus x und 15 plus x, werden wir die Gleichung ersten Grades erstellen können. Denn in x Jahren soll ja der Papa genau doppelt so alt sein wie du. Also das Alter vom Papa in x Jahren hat genau den doppelten Wert von deinem Alter in x Jahren. Und somit ist sie erstanden, die Gleichung ersten Grades in der unbekannten x. X kommt nicht in Form von x² oder x hoch 3 vor, nein, x kommt nur in der Form x hoch 1 vor, da und auch da. X hoch 1 bedeutet ersten Grades. Die Aufgabe hier führt also zu einer Gleichung, das heißt, eine Gleichheit, die für gewisse Werte der Unbekannten erfüllt ist und im ersten Grad. Nur x hoch 1. Definieren wir jetzt allgemein. Eine Gleichung ist ersten Grades in einer Unbekannten, wenn die einzige Unbekannte nur in ihrer ersten Potenz auftritt. Gut. Wie löst man denn jetzt solch eine Gleichung, um den x-Wert zu finden? Lösen wir jetzt einige einfache Beispiele, die zu den allgemeinen Auflösungsmethoden führen werden. Ein erstes Beispiel, welche ist die Zahl x, von der man 2 subtrahiert und dann 4 erhält? Hier haben wir den linken Teil der Gleichung, x minus 2, und die 4 ist der rechte Teil. Was links steht, ist dasselbe wie das, was rechts steht. Vergleichen wir das mit zwei Sparschweinchen, die gleich viel Geld enthalten. Wenn man jetzt in beiden Schweinchen 2 Euro hineinsteckt, dann ist in jedem Schweinchen mehr drin als vorher, aber der Inhalt ist immer noch gleich in beiden Schweinchen. Wenn man also hier bei der Gleichung links vom Ist-Zeichen 2 addiert und rechts auch 2 addiert, so, dann bleibt diese Gleichheit hier erhalten. Warum habe ich jetzt 2 addiert? Damit die minus 2 mit der plus 2 hier auf der linken Seite verschwinden und dann bleibt als Gleichung übrig x gleich 4 plus 2. Wenn man jetzt diese Zwischenetappe mal vergisst, dann sieht es wirklich so aus, als wäre minus 2 rechts rübergesprungen, um dazu plus 2 zu werden. Und somit sehen wir, dass x 6 ist. Und bei allen Gleichungen schreibt man am Ende noch die Lösungsmenge hin. Die Lösungsmenge
dieser Gleichung, das ist die Menge, daher die geschweiften Klammern, die als einziges Element die Zahl 6 enthält. Ein zweites Beispiel, x plus 1 gleich minus 3. Die zwei Inhalte von den zwei Sparschweinchen sind wieder gleich. Wenn man jetzt aus dem ersten Sparschwein 1 Euro rausnimmt und aus dem zweiten auch 1 Euro rausnimmt, so sind die beiden Inhalte immer noch gleich. Sie haben zwar geändert, aber sie sind trotzdem immer noch gleich. Wenn wir also hier an beiden Seiten 1 subtrahieren, dann bleibt die Gleichheit erhalten. Warum subtrahieren wir hier die 1? Weil da 1 stand und 1 minus 1 macht 0 und somit steht auf der linken Seite nur noch die unbekannte x. Alles andere steht rechts vom Ist-Zeichen. Und wenn wir diese Zwischenetappe hier mal überspringen, dann sieht es wirklich so aus, als wäre plus 1 rechts rübergesprungen, um dazu minus 1 zu werden. So ist man schneller. So hat man also die Zahl x alleine gestellt auf der linken Seite vom Ist-Zeichen und rechts brauchen wir jetzt nur noch auszurechnen. X ist minus 4 und diese minus 4 stecken wir dann in die Lösungsmenge hinein. Wenn eine Gleichung gelöst ist, dann kann man selbstverständlich am Anfang überprüfen gehen. Minus 4 plus 1 ergibt effektiv minus 3. Ein drittes Beispiel. Wieder haben wir zwei Sparschweinchen mit demselben Inhalt. Wenn wir den Inhalt links verdreifachen und den Inhalt rechts auch verdreifachen, dann ist in beiden Sparschweinchen immer noch gleich viel drin. Machen wir das hier. Wir multiplizieren also beide Seiten der Gleichung mit 3. Warum gerade 3? Weil diese 3 sich dann mit dieser 3 wegkürzt und so bleibt auf der linken Seite nur noch x übrig, die Unbekannte, deren Wert wir suchen. Jetzt vergessen wir mal wieder diesen Mittelschritt, so, dann sieht es wirklich so aus, als wäre die 3, die im linken Teil der Gleichung teilt, rechts rübergesprungen, um da zu multiplizieren. Eine Zahl, die teilt, wird rechts rübergesetzt, die multipliziert dann da. 6 mal 3 macht 18, also stecken wir die Lösung 18 in die Lösungsmenge hinein. Ein viertes Beispiel. Inhalt vom Sparschweinchen links ist derselbe wie Inhalt vom Sparschweinchen rechts. Wenn wir jetzt beide Inhalte, die gleich sind, halbieren, also wir halbieren die Summe, die links im Schweinchen ist, und halbieren auch die Summe, die rechts im Schweinchen ist, dann ist in beiden Schweinchen immer noch gleich viel drin. Hier also teilen wir beide Seiten durch 2. Wir haben 2 gewählt, damit diese 2 sich mit der da wegkürzt. Und so bleibt noch x gleich minus 8 halbe. Vergessen wir jetzt wieder den mittleren Schritt. So. Dann sieht es wirklich so aus, als wäre diese 2, die links multipliziert, rechts rübergesprungen, um da zu teilen. Somit steht x alleine in der Gleichung. X hat also den Zahlenwert minus 4, den wir in die Lösungsmenge hineinstecken. Überprüfen wir, 2 mal minus 4 ergibt effektiv minus 8. Ein letztes Beispiel dazu. Und zwar, wir suchen jetzt den Zahlenwert für x, so dass diese Gleichung erfüllt ist. Dazu gehen wir vor, wieder mit der Sparschweingeschichte, mit den 4 Rechenregeln, die wir gerade angewandt haben. Und zwar, diese Zahl 3, die hier auf der rechten Seite alles teilt, die darf jetzt links rüber gesetzt werden, wo sie dann multiplizieren wird. Sie wird aber alles multiplizieren. Machen wir schon einmal diesen Schritt. Die 3, die rechts alles teilt, wird links rübergesetzt,
Sie wird dann da alles multiplizieren. Also die 3 muss auf 9 minus 4x verteilt werden. 3 mal 9 ergibt 27 und 3 mal minus 4x, das macht minus 12x. Jetzt werden wir diesen x-Term links rübersetzen, dann wird er da subtrahiert. Und wir werden diese 27 rechts rübersetzen, dann wird die da subtrahiert. Somit erhalten wir also minus 12x minus 2x, das macht minus 14x. Und rechts stammt die 1 minus die 27, das macht minus 26. Somit haben wir also den x-Wert gefunden. Es sind minus 26 minus 14. Die Zahl minus 14, die hier multipliziert, wird rechts teilen. Wenn eine Zahl multipliziert und wird rechts rübergesetzt, um dann da zu teilen, dann ist nicht die Rede von Vorzeichen ändern. Vorsicht! Also ergibt x minus 26 minus 14, das heißt 13 Siebtel. Und diese 13 Siebtel stecken wir wieder in die Lösungsmenge hinein. Die Rechenregeln zur Auflösung einer Gleichung ersten Grades können sehr schön in solch eine Tabelle zusammengefasst werden. Ist-Zeichen, wenn links vom Ist-Zeichen Plus steht und man setzt diese Zahl nach rechts rüber, dann wird die zu Minus. Ein Minus wird zum Plus, ein Mal wird zu geteilt und ein geteilt wird zum Mal. Das geht von links nach rechts, aber auch von rechts nach links. Minus wird zu Plus, Plus wird zu Minus, geteilt wird zu Mal und Mal wird zum geteilt.